Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück hier in meinem Chaos. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu, wie heißt das Spiel, Insel der Champions, und zwar einem Google Add-in, was ich vor jetzt 3 Tagen entdeckt habe. Und zwar, ihr kennt ja diese kleinen Gimmicks zu irgendwelchen besonderen Jahrestagen auf der Google-Startseite. Und anlässlich der Olympischen Spiele hier in Tokio hat Google dieses Add-in als Game konzipiert. Am Freitag habe ich das gesehen, wo es erschienen ist, und ich dachte, oh mein Gott, wie alle anderen Add-ins und Specials gibt es das auch nur einen einzigen Tag. Habe das extra auf meinen Rechner angelassen und nicht runtergefahren, weil ich dachte so, vielleicht können wir unser Spiel so noch retten. Ja, ich habe ja momentan ein wenig Urlaub gehabt, war am Wochenende bzw. am Freitag und am Samstag jeweils auf einem Konzert und hatte daher keine Zeit zu gucken, ob es das noch gibt. Und was soll ich sagen, wir haben jetzt Montag, 3 Tage später, und es gibt's noch. Das heißt, wir können jetzt das Ganze in alter Dirty-Outfit-Manier vielleicht zu Ende spielen. Und ich habe nämlich noch etwas gesehen, was ich euch jetzt zeigen möchte. Ich wünsche euch bei diesem Ganzen hier hoffentlich viel, viel Spaß. Und zwar hier oben, wenn ich mit der Maus auf den Kompass klicke, haha, haben wir genau das, was wir vermisst haben. Also, wir sind offensichtlich in Team Grün. Wir haben ja schon gesehen, dass es verschiedene Teams gibt. Das war hier in der Mitte uns angezeigt. Und je nach Teamzugehörigkeit können wir auch ein paar Spezialwege gehen. Vielleicht können wir tatsächlich ja auch alle Teamzugehörigkeiten zwischendurch nochmal wechseln. Das werden wir noch herauskriegen. Schriftrollen haben wir genau diese 2 hier, wo wir Rang 1 erzielt haben. Hier, ja, das Rennspiel werden wir auf jeden Fall noch probieren, aber nicht jetzt. Aber wir sehen, es gibt noch ein paar mehr Kategorien, die wir so bis jetzt noch gar nicht erkundet haben. Und hier, guck mal, war das nicht die allererste Tischtennis? Da haben wir auch ziemlich abgekackt. Aber gut, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Und zwar wollten wir hier oben auf den Berg gehen. Ja, richtig, genau. Hierhin wollten wir gehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und ich finde einfach... Oh, klettern. Und ich finde einfach diese Sequenzen auch so ultra geil gestaltet. Also klettern. Links, rechts und springen. Kletter so schnell du kannst nach oben und weiche den Hindernissen aus. Oh, das ist vielleicht ein Spiel, das könnte mir ein bisschen mehr liegen. Aber gucken wir mal. Oh, sieht das geil aus. Also schnell klettern und ausweichen. Okay, also. Aber, so ist das gedacht. Okay, alles klar. Ah, verdammt. Und zack. Und, sein Next Level klettern. Nach oben. Oh mein Gott. Ah, verdammt. Ah, und dann bin ich ganz unten. Ach, verdammte Axt. Das gibt's doch nicht. Dann bin ich ganz unten. Oh, wie fies, Alter. Wie fies. Ah, warte. Nein. Ah, wobei, wir können uns, wenn wir zwischendurch auf die Tasten entsprechend draufklicken, vielleicht versuchen zu retten. Aber ist gar nicht so einfach, ne? Vielleicht habt ihr es ja jetzt inzwischen auch selber schon mal ausprobiert. Haben die irgendeine Richtung? Ah, nein, da ist doch nichts. Da ist doch nichts. Da ist verdammte Angst. Ah, ich bin Arsch. Hallo? Wenn sich zwischendrin die Steuerung aufhängt, ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Die Frage ist nur, werden wir olympischer Meister werden? Ich probiere es jetzt einfach mal auf diesem Weg. Ich bin unfassbar schlecht. Ich weiß, Zeit ist gleich vorbei. Und wir müssen vermutlich einen Rekord schaffen. Müssen wir auch bis zum Ziel kommen? Oh, aber guck mal. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Wenn das jetzt schon Platz 3 war. Pass auf, wir probieren es jetzt einfach gleich nochmal. Easy Frage, halte ich mich jetzt rechts oder links? Also, springen. Ah, das sind Speicherpunkte, alles klar. Okay. Oh, warte mal, da links ist ein Speicherpunkt. Den müssen wir nur aktivieren. Gut. So, dann kommen wir da nämlich wieder hin und sind schon mal auf was gesaved. Verdammt. Aber es ist, glaube ich, schwieriger, aus der Ecke rauszukommen. Durch die Schneebälle.
Warte. Aha, auch geil. Sehr gut. Das war so nicht geplant. Ha, wo springe ich denn hin? Ah, wobei, guck mal, rechts war auch so ein Platz zum Saven. Okay, okay, das habe ich nicht gesehen. Warte, dann nehme ich vielleicht den rechten nochmal. Yes. Ah, verdammt, weil ich von oben raufgesprungen bin. Jump und Jump. Und sie wartet auch noch, bis dieser hässliche Was ist das eigentlich? Meinst du, ist das Schneekugel? Vielleicht sind es Tränen der Eule. Oder es sind Kackhaufen. In weiß. Es war ja eine weiße Eule. Eine magische Eule. Ah, verdammt. Zu weit weg, ne? Zeit abgelaufen. 45. Ist jetzt nicht sonderlich besser, ne? Das heißt, wir müssen doch noch einiges nach oben. Ah. Not so easy, not so easy. Okay, spring, spring, spring. So. Da haben wir jetzt natürlich nichts gesaved. Wir können jetzt hier einmal rüber. Ich glaube, am einfachsten ist es wirklich, wenn man diesen geraden Weg macht. Und... Yes! Los, spring! Jawohl! Oh mein Gott, schaffen wir das nach oben? Juhu! Ich will nämlich einfach jede Rolle haben. Ich will jede Rolle haben. Weil jetzt guckt, guckt, guckt. Fukuro wird erst zum Kletterdojo zurückkehren, wenn jemand den Gipfel des Berges erreicht. Hab ich. Ja, wir haben nämlich, ich weiß, in dieser Stunde, die ich angezockt habe, habe ich auch versucht, die Dialoge so ein bisschen durchzurennen, weil ich ja nicht gewusst habe, dass das hier so viel ist. Oh Gott, was bist du denn? Willkommen im Dojo für Klettern. Okay, hallo. Aber warum klettern? Ihr fliegt doch einfach. Du suchst den Kletterchampion Fukuro? Tut mir leid, er ist nach oben auf dem Berg. Wenn ihn jemals jemand erreicht, ist oben auf dem Dojo schon ein Platz für ihn reserviert. Aber ich habe doch gewonnen. Kann ich mit den anderen jetzt reden? Ja. Die Laternen auf dem Berg dienen zur Sicherheit, falls du ausrutschst und hinfällst. Ich habe Höhenangst. Und du hast Durst. So haben wir alle ein Problem. Niemand wird je so hoch klettern wie Fukuro. Alles klar. Eines Tages werde ich so hochfliegen wie Fukuro. Aber ich habe doch schon längst gewonnen. Er rastet aus, er randaliert. Geil. Fukuro fehlt mir, ob er jemals zum Dojo zurückkehrt? Ich bin gern drin. Da muss ich mir keine Gedanken um Schneebälle machen. Ja, das dachte ich auch. Aber Leute, es ist gar nicht so schwer. So, das Klettern fand ich jetzt tatsächlich wesentlich leichter als... Naja, wie soll ich sagen? Das wäre drin. Aber so hat jeder seine Schwächen. Sei gegrüßt, müder Wanderer. Ich würde dich gern dazu einladen, in meinen heißen Quellen zu entspannen, aber einer von Fukuros Schneebällen hat den Eingang blockiert. Man kommt weder rein noch raus. Mein bescheidenes Geschäft ist ruiniert. Oh, man kommt nicht rein? Nein, um so viel Schnee zu schmelzen, bräuchten wir schon einen super Feuerpfeil. Wie soll ich mir das leisten? Ich helfe dir, aber ich habe kein Geld. Aber vielleicht kann ich einen finden? Ah, du nettes Kind. Frag bei Fluffy nach im Pfeilshop bei den Docks im Nordwesten. Vielleicht kann er helfen. Wir suchen ja auch immer noch ein Kind, ne? Wir suchen auch immer noch ein Kind. Warte mal. Also unten irgendwo. Gut, das werden wir hier erfragen. Momotaro, da bist du ja. Oh, hallo, Lucky. Was machst du denn hier? Dein Team bereitet sich auf das größte Spiel vor. Alle machen sich Sorgen um dich. Dazu besteht überhaupt kein Grund. Ich bin nur hier, um meine Eltern zu besuchen. Mutter, Vater, das hier ist Lucky, die tolle Athletin, von der ich euch schon erzählt habe. Stimmt, die sollten wir aussuchen. Und zwar ist es bei den Footballern. Die haben ihn gesucht, weil sie sonst nicht herantreten können. Oh, hallo, Lucky. Es ist mir eine Freude. Wir haben schon so viel von dir gehört. Unser Sohn ist dir sehr dankbar für deine Hilfe. Oh, es freut mich sehr, euch
beide kennenzulernen. Nun, wir sollten lieber zurück zum Rugby-Spiel. Sei vorsichtig mit den Oni und nimm diese Pfirsiche für deine Freunde mit. Alles klar. Danke, Mutter. Ich sehe euch bald wieder. Entschuldigung, der hatte sowas Aggressives an ihrem Blick. Also, da einfach ist bei euch los. Hier Trennung. Einer links, einer rechts. Meine Frau und ich hofften viele Jahre auf ein Kind. Eines Tages fanden wir einen Pfirsich, der den Fluss entlang trieb. Wir haben ihn aufgeschnitten und im Inneren lag ein Baby. So fanden wir unseren Sohn Momotaro. Was? Wo immer man Pfirsiche findet, ist auch Momotaro nicht weit. Und deswegen gibt er uns Pfirsiche mit? Weil sind das dann Kinder oder... Also ist ja auch ein bisschen Kannibalismus, ne? Wenn sie uns dann echte Pfirsiche zum Essen... Also... Unser Sohn Momotaro ist zur Oni-Insel gegangen, um dort Rugby zu spielen. Ich hoffe, er kommt uns bald mal besuchen. Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber es war nett, bei euch gewesen zu sein. Und ich glaube, mein Nachbar macht schon wieder klopfende Geräusche. Wir suchen auch immer noch ein Kind. Die Forschung des roten Teams läuft gut. Wusstest du, dass sich auf der ganzen Insel Spiele verstecken? Was? Wirklich? Man sagt, die wahren Schwierigkeiten liegen am Rande dieser Welt. Ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause. Niemand ist stärker als das blaue Team. Niemand. Ich bin immer noch Team Grün. Ah, spielen die Schach? Auch ein Sport, den ich nicht kann. Vergiss die anderen Sportarten. Dieses Spiel ist zum Schnurren. Hast du schon alle 7 Sportarten geschafft? Nein. Vielen Dank, dass du es mir doch mal so auf die Nase rauf zeigst. Bitte lass mich in Ruhe nachdenken. Oh nein, hoffentlich verliere ich nicht. Ja, dann viel Spaß beim Nachdenken euch. Können wir eigentlich auch hier hinten raus? Nein, können wir nicht. Gut, dann möchte ich euch beim Nachdenken nicht stören. Ich muss husten. Ich habe etwas im Hals. Oh, was bist du denn? Ich gehe nicht mehr zu den Docks. Ich trete ständig auf verirrte Pfeile. Aha, genau sowas suchen wir. Genau sowas suchen wir. Hier sammelt jemand Schuhe. Guck mal, hier sammelt jemand Schuhe. Aber es sieht nach Geburtstag aus. Hallo? Wer hat Geburtstag? Mama, wo ist die Superheldin der Berge? Sie wird sicher gleich kommen, Schatz. Ich will die Superheldin der Berge! Oh, Verzeihung, du bist der Champion, richtig? Würdest du nach der Superheldin der Berge suchen? Sie sollte vor einer Stunde auf der Geburtstagsfeier meines Sohnes auftreten. Ja, sicher. Oh, danke. Sie trägt einen lila und goldfarbenen Anzug. Ich will. Okay, also gut. Die Superheldin der Berge. Was meinen Sie, wo finden wir die? Vielleicht da hinten irgendwo? Kappa! Und jetzt? Also normalerweise, wenn man Kappa sagt, hat man vorneweg irgendwie noch eine Aussage, hinter die man das Kappa hinten dran stellt. Aber gut, Kappa, kannst du natürlich auch machen. Einfach random so in die Luft. Ah, ich hab dich gefunden. Verzeihung, bist du die Superheldin der Berge? Nein. Wirklich? Oh, bitte zwing mich nicht, auf diese Feier zu gehen. Ich bin nur ein Babysitter. Ich bin keine echte Heldin. Die Kinder werden mich hassen. Ein Held zu sein heißt nicht, dass man keine Angst hat. Es heißt, dass du auftauchst, auch wenn du Angst hast. Weißt du was? Du hast recht. Scheinbar kann die Superheldin der Berge von dir noch etwas lernen. Danke, ich mach mich auf den Weg. Oh, das gucken wir uns an, das Spektakel. Ehe wir gleich noch höher laufen. Das ist ja wirklich so eine gute Laune-Musik. Ah, da ist sie. Wow, die Superheldin der Berge. Du bist ein Genie. Oh, das hätte ich ohne dich nicht geschafft, Lucky. Du bist wirklich ein Champion. Und kriege ich jetzt was vom Kuchen? Oder wie ist das? Na gut, dann feiert doch schön. Da ist eine Höhle. Pass auf, in diesen Höhlen verläuft man sich leicht.
Ja, gut, dass du mich doch mal darauf hinweist. Wow, hier ist schon lange niemand mehr von draußen vorbeigekommen. Außer der alten Schildkröte, die versucht hat, ganz nach oben zu kommen. So, jetzt ist die Frage, können wir eigentlich auch hier rechts rauslaufen? Und wenn ja, wo kommen wir dann hin? Einen komplett anderen Bereich. Aber hätte man da jetzt runterspringen können? Kann man da springen? Nein. Gut, Sackgasse. Okay, also gibt es ja auch noch eine Art Labyrinth. Geilo! Hier oben bin ich so schön weit weg davon. Ja, gut. Und das war's jetzt? Ah, die müssen wir bestimmt später nochmal suchen oder so. Das war's. Ich kann auch nicht hier runter. Hä? Mir graut ja so ein bisschen davor, dass wir auch das Tischtennis nochmal machen müssen, um irgendwie einen Preis abzusahen, ne? Aber hier links konnte man nicht irgendwie höher, ne? In dem Haus waren wir drin, das waren die Schachdamen. Ging es hier hinter noch irgendwie? Nee, auch nicht. Okay, da, der braucht einen Pfeil. Alles klar. Dann, Ladies and Gentlemen, wo gehen wir jetzt hin? Also, wie ihr seht, da haben wir schon eine Schriftrolle. Die ganz oben haben wir abgesahnt und die hier unten. Und wir sind hier. Kappa! Ja, dem Team gehören wir an. Kappa. Jetzt ist die Frage, wo waren wir noch nicht? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Bogenschießen. Kappa? Meine Brüder geben sich mit ihrer Unwissenheit zufrieden. Doch ich, der schlaue Kappa, muss die Last meiner Intelligenz alleine tragen. Das einfältige Kappa ahnt nichts von der Schwere des Intellekts, der Last der existenziellen Angst. Oh, und was liest die schon wieder für Scheiße? Ich starre in den gähnenden Abgrund vor mir und frage mich, ist das wirklich alles? So einfach kann es doch nicht sein. Aber was rede ich denn da? Bitte genieß dein Spiel, du weißt ja gar nicht, was für ein Glück du hast. Okay, gut, dass wir darüber geredet haben. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Da sind wir gut. Also wir waren hier. Hier waren wir noch nicht. Ah, siehst du, hier waren wir noch nicht. Wir haben hier unten haben wir angefangen. Das ist das Wettrennen. Hier in der Stadt waren wir schon. Uns fehlt dann auf jeden Fall dieser Bereich noch. Alles klar. Gut. Captain Yoichi ist der beste Bogenschütze der Welt. Er hat einmal einen Fächer vom Mast eines Bootes geschossen, vom Rücken eines Pferdes aus. Eines Tages werde ich ihn herausfordern, aber ich bin wohl noch nicht stark genug. Ich suche einen Pfeil. Hier gibt es doch bestimmt Pfeile. Vielleicht kriege ich ja später Pfeile und kann das dann hier noch wegschießen. Und vielleicht nehme ich die Maus einfach mal aus dem Blickfeld. Gucken wir uns erst ein bisschen um. Guck mal, hier sind doch überall Pfeile. Sind das nicht Pfeile? Sie sehen ein bisschen aus wie Mini-Raketen, ne? Es ist ein Schiff. Es ist... Hallo? Willkommen in Fluffys Pfeilshop. Hast du einen Superfeuerpfeil? Superfeuerpfeil? Warum brauchst du etwas, das so selten und so gefährlich ist? Ein riesiger Schneeball blockiert die heißen Quellen in den Bergen. Die heißen Quellen sind geschlossen? Aber wo soll ich jetzt meinen Urlaub verbringen? Ich werde alles tun, damit sie wieder aufmachen können. Kostenlos! Hervorragend! Also gibst du uns einen Superfeuerpfeil? Für einen so mächtigen Pfeil brauche ich besondere Komponenten. Bring mir Lava von der Oni-Insel im Osten. Dann bekommst du den Pfeil. Okay, pass auf. Überlegung wäre, ob wir erst in den Osten gehen zur Insel und ihr einen Pfeil besorgen, ehe wir uns jetzt die andere Sache noch weiter angucken und mal wieder den Quest verhaspeln. Also, geh in den Osten. Bei den Onis waren wir ja schon. Ich finde das so geil, was die sich hier ausgedacht haben, ne? Einfach mal ein fettes Spiel.
das hier? Boah, nee, das ist eine Region, da war ich noch nicht. Wo ist denn das? Ja, das ist der letzte Bereich, der uns auch noch... Ach, siehste, da waren wir auch noch nicht. Ach so, ich muss eins tiefer. Okay, gut. Das ist besagte Karte, die ich vermisst habe, ne? Und gesucht habe. Und überhaupt da! Da, aber wie komme ich da an Lava? Wie komme ich an Lava? Okay, Ruppy. Ja, Ruppy haben wir ja... Da haben wir doch die Rolle, ne? Ja. Ruppy haben wir die Rolle, weil wir es bis zum Ziel geschafft haben. Aber wo gibt's Lava? Siehst du das? In Gold gehüllt. Vielleicht von denen? Ihr seid ja jetzt wieder zusammen. Ihr redet nicht mit mir. Was ist da los? Ich bringe ihn euch zurück und ihr mobbt mich. Momotaro, du bist wieder da. Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, aber ich habe uns alle Pfirsiche mitgebracht. Also, ne, die Grenzwertigkeit von dieser Aussage brauchen wir ja nicht dabei erörtern. Pfirsiche? Die mag ich am liebsten. So köstlich, danke Lucky, dass du ihn gefunden hast. Ich helfe dem Team doch gern. Kann ich auch einen Pfirsich haben? Natürlich! Essen wir dann jetzt irgendwie einen seiner Brüder? Hallo du! So, im Dojo für Rugby. Aber wo komme ich an Lava? Wer könnte uns Lava... Oh, haben wir mit denen schon geredet? Ja, ich glaube. Momotaro hat gewonnen? Das ist unmöglich. Wir verlangen eine Revanche. Und nicht verloren? Wie ist das möglich? Wir sind doch so viel größer. Auch das hatten wir schon. Wer könnte Lava für uns haben? Besorge uns Lava. Vielleicht haben wir irgendwie noch Laden nicht gefunden. Oh, da unten ist was. Ich glaube, wir haben noch nicht alles. Guck mal, hier unten... Ah, warte mal. Hier ist doch noch was. Ach so, abgeschlossen. Vielleicht sollte ich das haben, meines Team. Ah. Ah, oder wir können das besorgen, wenn wir in dem richtigen Team sind. Aber ja, war nur der Schlüsselhändler, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier in die Häuser rein. Hast du Lava? Oh, hast du Arbeit für mich? Ich suche noch. Stimmt, der... Vielleicht braucht er auch erstmal einen Job. Auch möglich. Ja. Ja, oder wir nehmen einfach diese hier. Hey, hier ist ja schon Lava in einer Flasche. Wie aufmerksam. Die sollte ich gleich in den Fallshop bringen. Okay, ich wusste nicht, dass wir hier gleich per Flaschenabfüllung... Also... Dass wir gleich eine abgefüllte Flasche finden. Gut. Naja. Ich habe trotzdem nochmal geguckt, weil mir war nämlich tatsächlich auch schon entfallen, dass der da unten in der Stadt einen Job gesucht hat. Da weiß ich auch noch nicht, wen wir fragen sollen. Ich bin der Meinung, wir hätten schon sämtliche Leute gefragt. Aber vielleicht taucht ja irgendwie noch jemand auf, den wir dann fragen können oder fragen müssen. So. Hier. Und dann zum Schiff, ne? Nee, da lang war es nicht. Da habe ich ja jetzt schon ein bisschen Schiss vor, ob wir das schaffen werden. Stand der hier vorne schon? Nee, ich laufe irgendwie falsch. Aber wer bist du? Pfeile, Pfeile, überall! Ist alles in Ordnung? Natürlich nicht, schau dich mal um. Überall sind Pfeile, was für ein Durcheinander. Ich bin der königliche Pfeilsammler. Yoichi vertraut darauf, dass ich alle Pfeile einsammle und sie mit ihm für seine Schießübung bringe. Aber es sind zu viele, ich werde sie nie alle rechtzeitig finden. Ich kann dir beim Einsammeln helfen. Du siehst aus, als hättest du im Leben doch keinen Pfeil in der Hand gehabt. Nun, das mag schon sein, aber ich bin bereit zu lernen. Na gut. Ich habe wohl keine Wahl. Finde 5 blaue Pfeile für mich und bring sie hierher zurück. Und beeil dich damit, die Sonne geht schon unter. So, pass auf. Nummer 1. Ein blauer Pfeil. Das wäre einer. Bleiben noch 4. Ja gut, dann haben wir hier den 2. Na, noch ein blauer Pfeil. Das wären 2. Bleiben noch 3. Ja, das ist ja jetzt gar nicht so schwierig. Einfach mal ablaufen. Wobei, uns fehlt auch immer noch ein Holzstück, wenn ich das richtig sehe, ne? Ein Holzstück fehlt uns noch. Ich laufe schon wieder falsch. Da war der Weg. Da war der Weg. Jetzt gehen wir erstmal zu ihr.
Willkommen in Fluffys Ich hab die Lava gefunden. Hier, bitte. Oh, das ist heiß. Oh, ja, das ist genau das, was ich brauche. Klonk, klonk, klonk. Also da kann ich jetzt nichts irgendwie anders darstellen. Hier, bitteschön. Aber pass auf, der ist höchst explosiv. Danke, ich gehe damit gleich zu den heißen Quellen. Auf Wiederschauen, vielen Dank. Aber sie stellt die her. Okay, krass. Das heißt, sie hat das Vermögen, mächtige Waffen herzustellen. Also vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Unten, ganz unten am Strand, wurde irgendwie ein Mädchen vermisst. Ich habe ja die Vermutung, dass es mit dem Pedobären aus der Stadt irgendwie so ein bisschen schief gehen könnte mit dem Mädchen, der immer gesagt hat, der will nach oben Schnee und irgendwie so ein Krams. Hat er, oder der Strand? Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Irgendwas hat er gesagt, was so ein bisschen grenzwertig war. Na, Bunny Bunny? Der Pfeil! Ich kann nicht glauben, dass du ihn wirklich gefunden hast. Naja, was heißt gefunden? Ich habe ihn mehr oder weniger produzieren lassen. Also, ne, ist jetzt mal wieder customized hier. Es war nicht leicht. Ich hoffe, es klappt. Zurücktreten. Es hat funktioniert. Ich bin wieder im Geschäft. Oh, und hoffentlich geht es allen gut. Oh, wir können wieder rein. Und da gibt's... Hey, hier ist ja schon Wasser in deiner Flasche. Wie aufmerksam. Aha, aha. Wir haben eine Quest ausgekoppelt. Ich habe nirgendwo einen Bauarbeiter gesehen, oder? Muss ja, sonst wäre die Quest vielleicht gar nicht aktiv. Also, Bauarbeiter? Ich glaube nicht. In Tanuki City. Er schien es sehr eilig zu haben. Also, irgendwer braucht Wasser. Ich dachte, ich hätte gerade eine Explosion gehört. Aber es war zu gemütlich, um nachzusehen. Mein Arzt sagt, die natürlichen heißen Quellen der Insel der Champions sind das perfekte Mittel gegen meine schmerzenden Knochen. Ob ich da meinen Rücken mal reinmachen kann? Oh Gott, hier ist halt so diese Mega-Eule. Oh, wie geil ist das? Dann hat hier oben ihr Nest. Ach, hör doch auf. Thront da wie so ein Endboss. Schon ein neuer Champion, wie die Zeit verfliegt, wenn man im heißen Wasser sitzt. Ich war gerade in der Nähe und habe beschlossen, kurz reinzuhüpfen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Also löscht die Erinnerung. Nö, haben wir hier jetzt noch ein... aber... haben wir das nicht schon gemacht? Warum zeigt es uns jetzt was an? Ich bin verwirrt. Ach, das ist nochmal Bergklettern. Das gibt es zweimal, wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte mal, lass uns mal. Nee, ist ein anderes Level. Das heißt, es gibt immer zwei Level davon. Ach, hör doch auf. Stimmt, das hatten wir beim Skateboarden ja auch. Dann gab es doch so eine Art, ja, Expertenlevel. Das finde ich ja geil. Das heißt, zu jeder Sportart gibt es zwei verschiedene Sachen. Warte. Vielleicht. Verdammt. Pass auf, ich glaube, wir müssen. Und dann. Ja. Scheiße! Gleich komplett in den Tod gestoßen. Nee, das hatten wir da auch. Und da war das zweite tatsächlich auch wesentlich schwierig. Wie sollen wir da raufkommen? Ist jetzt abgefallen? Und es fällt nach einer Zeit ab. Geil. Ich lieb's. Ich glaube, ich springe jetzt rüber. Weil diese Beweglichen, die fallen ja nicht ab. Warte. Ich muss das an einem höheren Punkt machen. Ach, verdammte Axt. Verdammt! Wie viele Meter wird sie schaffen? Null. Und zack. Aber weiter nach rechts kommen wir nicht, ne? Oder nach links? Nee. Jetzt. Scheiße. Gibt's ja nicht. Es ist echt. Und jetzt ist die Zeit vorbei. Das gibt's doch nicht. Das lasse ich so jetzt nicht auf mir sitzen, Mann. Boah, es ist richtig hoch. Das ist richtig hoch. Also, ich werde wahrscheinlich gar nicht alles schaffen. Ich möchte wenigstens ein bisschen nach oben. Also, nicht so scheitern, dass wir gar keinen Punkt kriegen. Not so easy. Aber dann sind wir vielleicht so der super, super, hyper Champion.
Verdammt, Mann. Ja, pass. Und zack. Und wir springen. Da muss ich, glaube ich, warten. Jetzt. Ah, Mann! Wo will ich hin? Also ich muss auf jeden Fall von dem aus und zack. Yes, yes. Und ich lasse mich mal runterfallen. Ich kann mich doch, warte mal. Ich will auf den Safe-Punkt. Da. Weil wenn wir jetzt runterfallen, hätten wir... Ja, wird. Also der Anfang ist das Schwerste. Der Anfang ist das Schwerste. 67, das ist knapp die Hälfte. Oh! Lass es uns doch einmal probieren. Ich bin angefixt. Also, wenn man den ersten Punkt erreicht hat, dann spring. Dann klappt's. Okay, spring. Verdammt. Jetzt war sie von sich zu sehr überzeugt. Und zack. Nee, den gleichen Fehler nochmal. Und jetzt springen. Ah, verdammt. Das hätte klappen können. Ich glaube, man darf am Anfang halt echt nicht so viel verkacken. Da mache ich immer wieder den gleichen Fehler. Wenn es oben ist, dann. Yes. Nein, nein, nein. Scheiß Schneeball. Kommen jetzt auch mehr Schneebälle? Nein. Nein. Ach, verdammt. Yes. Verdammt. Nein, jetzt ist er abgefallen. Das gibt's doch nicht. Fühlt er sich ja wieder neu? Jetzt. Ah. Gut. Jetzt müssen wir hier rüber. Aber hier ist nichts. Doch, hier ist was. Aber wo ist jetzt das nächste? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Wir probieren es jetzt doch einmal. Vielleicht probieren wir das, was so richtig schwer war, am Ende nochmal. Mach die Hand weg. Mach die Hand weg. Mach die Hand weg. Springen. Springen. Springen zur Seite. Boah, du kommst jetzt nicht und holst mich, du verkackter Scheißschneeball. Alter, das gibt's doch nicht. Immer wieder den Fehler, dass ich denke, ja, schaffe ich. Nicht hoch genug. Mann! Am Arsch! Oh! Gut! Ah! Spring! Verdammt! Nein, da ist nix. Da ist nix. Da war nix. Also hier ist theoretisch auch was, aber... Okay, gut. Wir haben gesagt, wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Aber haben wir das dann auch irgendwo im Ranking mit drin? Weiß ich nicht. Also es gibt hier übrigens auch Einstellungen. Textil Retro, was ist denn modern? Oh, das passt gar nicht. Also, es bleibt definitiv... Oh, guck mal, hier könnte man ein neues Spiel starten. Was wir natürlich jetzt nicht tun. Steuerung. Ach, sag nicht, wir können Controller anschließen. Moment!
Das sagt es mir jetzt. Pass auf. Und dann wird sie gewinnen. Sag nicht! Wir können deinen Controller... Jetzt. Jetzt wird es passieren. Jetzt wird es passieren. Und das ist wahrscheinlich von allen sämtlichen Spielern, die das Ganze so gespielt haben. So, wir können... Ich kann einen Controller anschließen. Warum sagt mir das keiner? Ich mühe mich mit diesen dämlichen Pfeiltasten ab, was da so überhaupt nicht meins ist. So, Ladies and Gentlemen, ich fange dann jetzt mal nach anderthalb Stunden richtig an zu spielen, ne? So, pass auf. Also in die Stadt das Wasser bringen, hieß es doch. Ah, warte. Wir können jetzt das mit dem Wettrennen nochmal probieren. Wollen wir das Wettrennen jetzt nochmal probieren? Oder bringen wir erst das Wasser? Erst das Wasser oder erst das Wettrennen? Aber ich steuere schon so zielgerichtet aufs Wettrennen zu, ne? Weil siehst ja, dann komme ich auch besser die Wege lang. Ich bin so, Pfeilsteuerung ist so gar nicht meins. Oh, hier sind übrigens Steine. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie die Belegung ist, aber okay. Das werden wir dann rauskriegen, wenn irgendwie Hindernis kommt. Weil das ist natürlich jetzt über dem Joystick wesentlich sensibler zum Ausweichen. Weißt du? So wird gespielt. Das wäre vielleicht mal eine Option. Ja, Leertaste habe ich nicht. Was ist stattdessen meine Leertaste? Ah, okay, gut. Ah. Aber das Ausweichen funktioniert so einfach viel, viel, viel besser. Weil halt Joystick. Verdammt! Nimm die Krabben weg! Weg damit! Sie braucht einfach einen Controller, my friends! Sie braucht einfach einen Controller und dann klappt's auch mit der Schriftrolle! Kylo, warum denn nicht gleich so? Warum hätte Google nicht gleich sagen können, oh, ihr könnt übrigens auch einen Controller anschließen? Sie sammelt nämlich, glaube ich, Holz. Nee. Er hier, genau. Ach nee, hatten wir da das Holz? Also zumindest sucht sie hier das Kind. Wie sieht's aus? Ich hätte ihr heute Morgen keine Süßigkeiten geben sollen. Oh, Süßigkeiten. Vielleicht ist das das Stichwort. Vielleicht finden wir sie irgendwo bei den Süßigkeiten. Vielleicht ist sie angefixt oder im Rausch. Oder sie will es wegtrainieren. Ach, das mit dem Holz könnte sein, dass wir es erledigt haben. Ich bin mir gar nicht sicher. Also, wir gehen nochmal zurück in die Stadt. Es ist schon wieder so warm. Ach, komisches Klima momentan, oder? Aber wo sind denn hier Bauarbeiter? Wo sind hier Bauarbeiter? Du bist es ja nicht, oder? Die Laternen, das hat er uns auch schon mal gesagt. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Seitenstraße, die ich so nicht gefunden habe. Du warst es auch nicht. Wir suchen eh noch irgendwie einen Job. Champions. Ja, okay. Hier haben wir den Buchladen. Ah, vielleicht haben wir in dem Buchladen jemanden. Aber es ist kein Bauarbeiter. Stimmt, der Typ denkt, er sei unsichtbar. Du kannst mich nicht sehen. Eigentlich haben wir ja schon Buch geklaut, mehr oder weniger. Aber soll denn hier ein Bauarbeiter sein? Bist du Bauarbeiter? Ah, doch, ich glaube hinten. Doch, ich glaube... Hier! Doch, mit dem haben wir schon geredet. Oh, du hast das frische Wasser aus der Quelle gebracht. Entschuldigung, ich konnte mich an dich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig das war. Du könntest wirklich die Auserwählte sein. Ah, die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Genau nach Zeitplan. Tanuki City kann dir gar nicht genug danken. Und wir haben jetzt einen neuen Stadtbereich. Ach, geilo. Hier gibt es bestimmt einen Süßigkeitenladen. Da finden wir das Mädchen. Ist sie das? Willkommen in unserer Bäckerei. Sag Bescheid, wenn ich etwas für dich tun kann.
Was ist los? Ich bin jetzt schon so lange Bäcker. Vielleicht ist es an der Zeit aufzuhören. Ich würde mich gern irgendwo zur Ruhe setzen, wenn es warm ist und ich mich entspannen kann. Ich hätte jemanden, der deinen Job übernehmen kann. Vielleicht sogar irgendwo, wo es sehr warm ist. Ach, je wärmer, desto besser. Was schwebt dir denn vor? Ich habe einen Freund, der Bäcker werden möchte, aber er ist... Oh, das ist ja fantastisch. Meine kühnsten Träume werden wahr. Bring deinen Freund so schnell, wie du kannst, her. Aber ich habe dir doch noch gar nichts über ihn erzählt. Er ist ein Oni. Was macht das schon? Er kommt nur darauf an, dass er das Zeug zum Bäcker hat. Ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Okay, gut, so einfach. Also, ich hoffe, du bist jetzt einverstanden mit einem neuen Bäcker. Pass auf, ehe wir uns unten eine Weide angucken, werden wir jetzt aber zurücklatschen und ihm Bescheid sagen, dass wir einen Job für ihn gefunden haben. Und ich habe endlich hier einen Controller, mit dem ich zocken kann. Oh, wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. I'm happy. Es ist so süß gemacht und einfach alle Tiere. Also, gleichzeitig hat das Spiel natürlich auch wieder eine Message, nämlich Toleranz. Und Sportgeist und glückliches Miteinander. Nee, das war hier unten. Also es hat mehrere Messages. Also doch, ja, hat es. Da. Und es ist so süß gemacht. Es ist einfach cool gemacht. Und einfach auch dieser olympische Gedanke, weißt du? Aus verschiedenen Bereichen der Welt kommen sie alle zusammen. Ich habe einen Job für dich. Gute Nachrichten, der Bäcker in Tanuki City möchte sich zur Ruhe setzen. Er würde dir sein Geschäft übergeben, also quasi tauscht ihr euer Leben. Oh, ich kann's gar nicht glauben. Los, er wartet schon auf dich. Das kommt so plötzlich. Kann ich das wirklich tun? Alles Vertraute einfach so zurücklassen? Was, wenn ich nicht gut genug bin im Lesen und Dingen tun? Was, wenn ich Heimweh bekomme? Niemand hat gesagt, es wäre einfach, seinen Träumen zu folgen. Ich habe alles zurückgelassen, um hierher zu kommen, weil ich einen Traum hatte. Es ist eine Herausforderung, aber ich habe so viel gelernt und ich bereue nichts. Ich glaube an dich, du könntest der beste Bäcker sein, den diese Insel je gesehen hat. Du glaubst an mich? Allein das zu hören, gibt mir Kraft. Okay, auf geht's. Wir treffen uns in Tanuki City. Ja, ah, das ging aber schnell. Da würde ich gleich, also es sieht ja aus wie halb tot, ne? So, es sieht sehr dünn aus. Ach, mein Ruhestand auf der Oni-Insel ist besser, als ich es mir erträumt hätte, den ganzen Tag von Koch und heißer Lava umgeben zu sein. Ach, was könnte schöner sein, Herr Pafal, aber nicht rein, ne? Gut, also sie haben die Leben getauscht und ich huste und ersticke. Oh, vielleicht können wir jetzt auch mit dem Controller einfach sämtliche Sachen nochmal probieren. Weil wir müssten eigentlich dann besser abschneiden. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte eigentlich nach Tanuki City, ne? Aber, Leute, mich reizt jetzt hier oben dieses Springspiel nochmal auszuprobieren. Und gleich wird's bohren, fürchte ich. Also, ich glaube nämlich, dass ich jetzt besser sein müsste. Weil... Steuerung halt einfach auch so eine Herausforderung ist. Also, sieht man ja jetzt schon. Was sagt das? Ich bin einfach kein Tastaturspieler. Jetzt werden die sagen, was? Tja, es ist so, wie es ist. Es sind mir einfach zu viele Tasten. Und da bin ich als Frau maßlos überfordert. Ich brauche es einfach und unkompliziert. Und das ist auch eine Aussage von der Frau. Aber siehst ja, ne? Das ist jetzt der beste Beweis. Ich bin einfach ein Controller-Kind. Ne? Jedem seins. Es gibt ja viele, die hier mit 1000 Tasten irgendwie mega zurechtkommen. Aber das überfordert mich einfach. Das sind einfach zu viele dann. Ah, komm her, komm her. Aber es sind viele Schneebälle jetzt hier. Komm, ich brauch was. Mist. Ich könnte natürlich auch probieren. Ja, so viel dazu. Ein Satz mit X, nix.
Aber da ist nichts. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Wo kommt denn jetzt was? Ah, es ist der da. Ah, und ich springe mitten rein. Gib es doch nicht. Oh, war das vorhin schon so schwierig oder habe ich da noch nicht drauf geachtet, weil wir nicht so weit gekommen sind? Doch, aber eigentlich schon. Ich würde es gerne nochmal probieren, weil ich davon ausgehe, dass wir jetzt besser sind. Es ist so warm. Kann es nicht einfach mal angenehmere Temperaturen sein? So dieses deutsche Ekel-Waschküchenwetter, Alter. Es ist so eine hohle Feuchtigkeit. Ich weiß, jammern auf allerhöchstem Niveau. Kann ich nicht einfach in den Kreis... Nee, kann ich nicht. Jetzt. Verdammt. Und zurückspringen geht auch nicht, weil da diese komischen Boden dann weg sind. Alter, das gibt's doch nicht. Aber hätte man sich auf die untere blaue retten können? Ah, echt schwierig. Und zack. Ah, verdammt! Verdammt! Und da wäre jetzt doch noch ein Springen-Dings gewesen. Ah, Mist! Ich weiß, wir werden es schaffen, nur ich glaube, jetzt haben wir schon wieder zu viel Zeit verschenkt. Das ist echt fies. Aber wir schaffen es. Ich bin ja jetzt so ein bisschen angefixt, weil wir mit einer besseren Steuerung jetzt arbeiten können. Und damit kann man was... Oh, das geht doch nicht. Und mir ist schon einfach schon wieder zu warm. Es ist so die Wärme, die hält mich, Mann. Ich sehe auch schon wieder mein Thermometer nicht mehr. Das heißt, es ist definitiv zu warm hier. Und dabei habe ich jetzt erst angefangen aufzunehmen. Geil. Das heißt, so bei den nachfolgenden Let's Plays sitze ich dann gefühlt nackt. Also wenn ihr in den nächsten Videos keine Kamera seht, sondern eine Stimme hört, dann wisst ihr, sitzt ihr eigentlich nackt vor der Kamera. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem auf den gehen und gleich weiterspringen. Ah! Ah! Verdammt. Ich glaube, da muss ich vielleicht eher springen, um den Punkt zu erwischen, wenn es dann da ist. So, jetzt. Yes. Ah! Ja, flucht sie. Ja, sie flucht. Weil sie sich aufregt. Jetzt. Ha! Verdammt! Ich wollte es doch retten, hast du gesehen, ne? Also, ist auf jeden Fall machbar. Zu spät. Da musst du einfach eher anfangen zu springen. Ich rege einfach diese Kack-Schneebälle auf, Mann. Das ist doch Mobbing. Einfach Mobbing. Und jetzt so. Und wer? Ah, verdammt! Nicht bekommen. Ah, am Arsch! Ah, scheiße. So, nochmal probiere ich es jetzt nicht, weil... so. Es ist einfach zu warm. Wenn es zu warm ist, kann ich mich nicht konzentrieren, Mann. Ich hasse dieses Wetter, ohne Witz, ne? Boah, so ekelig. Entweder komplett Herbst oder so komplett irgendwie die Tropen. Also, wir wollten jetzt zu dem Bäcker unten hin. Ja, Entschuldigung, bei der dezenten Ausraster, aber ich fuck das einfach ab, wenn das so ekelig warm ist. Ich versuche, mich zu konzentrieren und es geht einfach nicht. Und jetzt doch mein bohrender Nachbar dazu. Dann ist richtig vorbei. Ich höre schon. Er bereitet schon seinen Bohrer vor. Auch gefühlt seit über 3 Wochen. Willkommen in unserer Bäckerei. Ja, ich weiß, du hast jetzt hier... Wie geht's dir? Wie macht's Spaß? Krieg ich ein Brot oder so? Er redet nicht. Backen ist das Beste. Alle sind so fröhlich. Du hattest recht, Lucky. Ich bin so froh, dass mein Traum endlich wahr geworden ist. Ja, Mensch.
Und ich bin auch so froh, dass mein Nachbar mich gehört hat. Und wie soll ich sagen, gleich mit um mich rumbohrt. Guck mal, die Sumpa-Gruppe. Könnte Sumpa sein. Also wird wahrscheinlich Trainingssender sein. Gute Arbeit, alle zusammen. Gute Leistung. Wo ist denn Daichi? Wen suchst du? Ha, mein neuer Schüler ist nicht zu seinem Training erschienen. Er ist so faul, versucht ständig, sich um das Training zu drücken. Wie kann er da Ergebnisse erwarten? Ich würde ja selbst nach ihm suchen, aber ich habe noch andere Schüler. Das Training ist wichtig. Ich kann nach ihm suchen. Das ist die richtige Einstellung. Daichi treibt sich meistens in der Nudelbar im Osten herum. Das sieht aus wie die Sumba-Gruppe. So, mit denen können wir wahrscheinlich auch nicht reden, weil die hochkonzentriert im Training sind. Ach, schön. Sport ist ja auch etwas Gutes. Ah, in dem Supermarkt waren wir schon. Wenn du etwas brauchst. Ja, ich suche eigentlich eher noch ein Kind. Wer weiß, wo wir das finden. Ob wir das finden. Oh, guck mal. Während der Dudelspiele der Insel der Champions kommen nicht viele Leute in die Spielhalle. Gartenzwerge. Great Candy Cup. Kann ich auch irgendwas spielen? Das wäre jetzt geil. Ein Spiel im Spiel. Wow, so viele tolle Preise. Doodle Fruit Games. Pangolin Love. Pony Express. Oh Gott, Pony Express. Ich habe Angst. Lotterie. Glücksspiel. Magic Cat Academy. Pangolin Love. Great Goal Duel. Und Yarn Master. Das hier sieht nach Spaß aus. Oh ja, das glaube ich. Was ist das? Was für eine Auswahl an Spielen. Okay, also da ist ein Arcade, wo wir aber auch nichts machen können. Ah, wir konnten hier den Bereich noch nicht durch, weil... Ja. Hier Bauarbeiten waren. Es war sehr mutig von dir, zu den heißen Quellen zu gehen. Mutig? Es war eigentlich ganz entspannt. Du solltest auch mal hin. Die Stadt verlassen? Bist du verrückt? Wer weiß, was da für Gefahren lauern? Jeden das seine. Tu es oder tu es nicht, sagte Meister Yoda schon, Freunde, ne? Tu es oder tu es nicht. Wo sollten wir jetzt hin? Er hat uns irgendwie... Achso, wir sollten... Ja, jetzt weiß ich, Nudelbar. Du hier? Ach, die Katze. Nein, nimm die Katze doch mit. So, du musst zum Training. Du musst zum Training. Du musst zum Training. Hey, bist du Daichi? Wer will das wissen? Du solltest doch beim Training sein. Oh, hat dich mein Trainer, meine Trainerin geschickt? Sie lässt nicht locker. Ach, das war eine Sie. Oha, der Imbanze möchte ich aber nicht begegnen im Dunkeln. Sie wartet auf dich und du hockst hier rum und entspannst dich? Hey, so ist das nicht. Ich würde wirklich zu gerne trainieren, aber ich habe meine Laufschuhe vergessen. Ohne das richtige Schuhwerk kann ich nicht trainieren. Oh nein, wo hast du sie denn vergessen? Am Marathonstrand. Das ist viel zu weit weg, um sie mal eben zu holen. Das werden wir ja sehen. Warte hier, ich werde sie suchen. Oh ja, super. Oh, super. Am Marathonstrand. Ich hätte sonst gesagt, bei dieser Geburtstagsgruppe, da war doch auch ein Schuhregal. Okay, also er will sich vom Sport drücken und sagt, er hat keine Schuhe. Da werden wir mal gucken. Strand müsste ja eigentlich das sein, ne? Wo wir Marathon gelaufen sind. Nee, gar nicht wahr. Auch nicht wahr, das hier. Hier unten, da müssten Schuhe zu finden sein. Aber wo hat er die? Meinst du, vergraben? Absichtlich vergraben. Ich möchte nie wieder zum Sport. Grab sie ein, grab sie ein. Ha! Na Mensch! Das müssten Daichis Schuhe sein. Wow, die sehen ja aus wie neu, als wären sie vorher nicht da gewesen. Ich sollte sie schnell zur Nudelbar bringen. Jawohl, das tun wir. Also ich finde es tatsächlich sehr geil, dass sie ja auch ein paar Nebenquests irgendwie mit eingebaut haben. Weil dadurch hast du doch ein bisschen mehr zu tun in diesem Spiel. Ist zwar mega geil, wenn die jetzt erst auftauchen, so plötzlich spontan, plopp, waren sie da. Aufgeploppt. Also geht es in die Nudelbar. Aber wo ist dieses Kind? Werden wir dieses Kind jemals finden? Fragen über Fragen. Wird mein Nachbar noch lauter bohren? Oder
wird es alles richtig gut vonstatten gehen. Diese und mehr Fragen werden wir genau in der nächsten Folge herausfinden, Malavs. Auch ob Daichi dann trainieren geht, studieren, wollte ich sagen. Ja, vielleicht geht er auch studieren, weil er sagt so, nö, wenn ich schon Sport machen soll, dann mache ich es lieber theoretisch. Let's see.